heute bei mir unser Verhandlungsspezialist, Trainer und Partner Klaus Schwarz. Hallo Klaus. Hallo Martin. Mein Lieber, sag mal, wie gehst du mit schwierigen Verhandlungen um, wo du glaubst, der Kunde ist komplett gegen dich, du hast eine Reklamation gehabt, ja, du sitzt unter Preisdruck, ich sag jetzt mal so eine klassische, vielleicht Automobilzulieferer-Situation, wo du einen übermächtigen Riesen hast, von dem du vielleicht auch abhängig bist, weil du mit ihm zu viel Umsatz machst und er noch mehr die Daumenschrauben, also ein richtiges Horrorszenario ansetzt. Wie gehst du mit solchen Situationen als Verkäuferin, Verkäufer, als Key-Accounter um? Ja, also Martin, ganz klar, Ruhe bewahren, innere Ruhe bewahren, gut hinzuhören. Das fällt mir so schwer. Nicht zuzuhören, hinzuhören und dann natürlich zu reagieren, Argumente zu setzen, gut zu argumentieren und den Nutzen, den persönlichen Nutzen für den Kunden rüberzubringen. Aber ich will da nochmal richtig reingehen. Wenn ich glaube, dass ich einen richtig fairen Preis kalkuliert habe, wenn ich glaube, ich habe den Nutzen schon rübergebracht. Und du kennst ja auch die Situation, wir haben sie öfters im Seminar mit unseren Teilnehmern, dass der sagt, ja, aber der Einkäufer, ja, der kommt von Harvard, der hat eine Excel-Tabelle und der sagt einfach nur, der kennt unsere Produkte, Dienstleistungen, ist einfach zu teuer. Ja. Also da haben wir natürlich im Trainingsprogramm genügend Ansätze und wir sind unseren Preis wert. Ne? Wir sind gut, gut, weil wir unser Preis wert sind. Das heißt, unsere Leistung passt zu dem Ertrag, den der Kunde hat, zu den Results, die wir beim Kunden erzielen. Und das ist im Prinzip die Regel. Win-win am Ende des Tages. Der Kunde hat seinen Nutzen, wir auch. Und damit ist die Zufriedenheit sichergestellt. Also ist auch die mentale Vorbereitung, sagst du, extrem wichtig. Ja, natürlich. Also Preisstolz, Preisstabilität, die wir haben, weil wir wissen, unser Angebot ist gut. Wir wissen aber auch, dass wir den individuellen Nutzen des Kunden treffen können mit unserem Angebot und dann auch treffen, wenn wir es ihm erklärt haben, argumentiert haben. Das ist die halbe Miete, für uns sogar die ganze Miete, weil er spürt dann auch, dass wir unseren Preis wert sind. Und was hältst du davon auch, wenn so eine Verhandlungssituation mal so sich richtig verhakt, ne? Dass auch so richtig emotional wird, einfach mal einen Termin abzubringen, dem Kunden zu sagen, Mensch, Herr Schwarz, ja, ich habe das Gefühl, wir kommen heute nicht weiter, lassen Sie uns einfach hier abbrechen, wir machen beide nochmal uns Gedanken und treffen uns zum neuen Termin. Ist das eher Schwäche oder ist das Stärke aus deiner Sicht? Es kommt natürlich auf die Situation an. Die du dich schilderst, Martin, macht es Sinn, den Separator zu setzen, wie es so schön sagt, einfach mal Luft abzulassen auf beiden Seiten, sich nochmal klar zu werden, wie beim guten Schachspiel, mal raus vom Tisch, vom Spieltisch zu gucken, wo stehen wir, dann auch nochmal neu einzusteigen. Nicht vertagen, neu einsteigen, weil unsere Leistungsfähigkeit spürbar ist, auch nach der Pause. Also einfach beim Kunden eine Pause zu machen, sagen, ja, Mensch, natürlich. Herr Kunde, lass uns mal einen Kaffee holen, wir gehen nochmal für Königstiger und dann machen wir weiter. Und dann kurz zusammenfassen, nochmal die besten Punkte von uns zu argumentieren. Und dann wieder einzusteigen. Sehr schön. Ich bin froh, dass der Klaus das sagt, weil ich erst vor kurzem in einem Seminar gehört habe, dass gesagt worden ist dem Teilnehmer, der das auch gemacht hat, dann von seinen Chefs und seiner Chefin, ja, das wäre eine Verhandlungsschwäche, wenn ich nicht standhalten könnte, unterbreche. Ganz genau wie der Klaus sagt, ich bin auch der Freund davon, mal einen Separator zu machen. Ich werde nie vergessen, hier die Situation, viele, viele Jahre zurück. Ja, Mannesmann Mobilfunk damals noch, heute Vodafone. Ich sitze mit einem der Führungskräfte bei einem Deal, wo es um 1000 Karten ging. Also damals ein richtig großes Geschäft. Und ich merkte richtig, wie die Fronten sich verhakten, weil natürlich noch ganz andere Konditionen auf dem Tisch waren damals. Und dann ging die Führungskraft her, ich war als Trainer on the job mit dabei, zog seinen Sakko aus, warf den über den Stuhl, sagte zu den Entscheidern, ich muss mal für kleine Jungs, wenn die noch einen Kaffee besorgen. Alle guckten, wie der wieder zurückkam. War die komplette Emotion raus? Gehört natürlich viel Mut dazu, sich das zu trauen. Du brauchst, ich habe extra ein Fremdwort dafür entwickelt, Cojones. Und danach ging das Gespräch extrem smoothy. Genau. Weiter. Also, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schaut einfach in unser Terminkalender, fragt uns an, Klaus und ich kommen und machen euch so richtig fit. Ciao, bis bald. Ciao.